Einen wunderschönen guten Tag, lieber Täter, und herzlich willkommen zu 1219, den Rohstoff, Tages- und gleichzeitig Wochenendausgabe der Formationsdata am Sonntag, den 9. Oktober 2016. Und ich möchte mir heute mit diesem Goldchart ganz viel Zeit lassen, denn ich möchte Ihnen primär vier Kernaussagen mit an die Hand geben. Und dann möchte ich diese vier Kernaussagen Ihnen in Ruhe erklären, wie ich zu diesen vier Kernaussagen komme. Erstens. Die Bären haben mit dieser Bewegung das kurzfristig bullische Bild kaputt gemacht. Zweite Kernaussage, das mittelfristige, mehr bullische Bild aktuell hat nach wie vor Bestand und, auch wenn das jetzt tautologisch und redundant ist, das mittelfristige Bild ist mehr bullisch. Dritte Kernaussage, wir sind im Bereich von Unterstützungen. Das zeigt sich auch im Volumenprofil, werde ich Ihnen auch gleich zeigen. Aber die Frage, ob die Bullen diese Rampe nutzen werden, um dann von hier aus einen Boden zu machen, das heißt, ob wir jetzt hier die Tiefs gesehen haben oder möglicherweise die Bären diese Welle nach einem Pullback oder nach einer Konsolidierung nochmals wiederholen möchten, ist unklar. Fünfte Kernaussage, im Falle eines Pullbacks ist die Wahrscheinlichkeit, Achtung, wir sprechen immer von Wahrscheinlichkeiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bären den Markt zumindest wieder in Richtung dieser Tiefs bewegen werden, größer. Und deswegen ist es für mich aus Sicht eines Swing-Traders, Positionstraders so, dass ich hier wunderbarerweise warten kann. Wir sprechen hier über Trades, über mehrere Tage, über mehrere Wochen. Jetzt lassen Sie uns mal in die Tiefe gehen. Die erste Aussage war, die Bären haben das kurzfristig bullische Bild kaputt gemacht. Warum sage ich Ihnen das? Das kann man damit erklären, erstens, dass das hier unsere letzte Aufwärtswelle war. Die Bären gehen unter die 61,8% der letzten Aufwärtswelle. Okay, wenn wir uns hier angucken, wie waren denn die letzten Stärken in den Abwärtswellen? 4,7%, 4,6%. 3,5%, ups, 7%. Das heißt, die Bären haben Kraft gewonnen. Die konnten vorher immer nur 3-4% den Chart runterdrücken. Jetzt, ja, sieht man auch. Aber es ist hilfreich, wenn man das nochmal sich visualisiert. Die Bären haben, und dann, zackatu. Okay, auch das haben sie geschafft. Was haben sie denn noch geschafft? Die haben die psychologische Marke 1300 gebrochen. Wir haben hier 1, 2, 3 Mal damit gekämpft, mehrere Wochen mit der 1300. Auch mal mit dem Schatten auf Schlusskursbasis. Im Tag war es die 1290. Und dann hat hier, schauen Sie sich das an, einmal gehalten. Ich gehe mal näher ran, damit Sie es sehen können. Das ist die 1300. Das ist die 1300. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ah, nicht ganz ran, da war es 1307 gebrochen. Das heißt, die haben die psychologische Marke gebrochen. Die haben diese Bullenflagge. Das ist die Stange, das ist die Konsolidierung. Das ist ein mehr bullisches Bild. Formationen können bullisch oder bärisch aufgelöst werden. Trendfortsetzungsmuster in einem Aufwärtstrend werden zu 70% auf der Long-Seite aufgelöst in Richtung des Trends und zu 30% entgegen des aktuellen Trends. Das heißt, die haben auch eine Formation bärisch aufgelöst. Und wenn wir uns GLD anschauen, ETF, Gold mit dem höchsten Volumen, die haben es auch noch kaputt gemacht mit richtig viel Volumen. Okay, also subsumieren wir das kurzfristig bullische Bild, was wir hier in diesem Chart hatten, bis hierhin, ist kaputt gemacht worden. Okay, das zweite Bild, die zweite Kernaussage, Sie verzeihen bitte, das mittelfristige Bild ist mehr bullisch. Warum? Ganz einfach, wir haben einen Trend. Tief, hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief. Jemand hat mir geschrieben, alles was du machst ist, du bedienst die Dauergoldbull. Deswegen sagst du, das mittelfristige Bild ist mehr bullisch. Tut mir leid, da muss ich Ihnen einmal den Wochenchart zeigen und ich muss Ihnen zeigen, als der Goldpreis, und damals habe ich auch schon Videos gemacht, hier im Jahre 2013 durch diese Unterstützung durchgerauscht ist und es hieß, oh jetzt müsste man kaufen, jetzt ist es billig. Dann habe ich gesagt, Leute, was wollt ihr denn kaufen? Hoch, tief, tieferes Hoch, tieferes Tief? Jetzt haben wir einen Abwärtstrend und der Trend setzt sich in der Regel fort. Tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief. Abwärtstrend über die Woche.
Und jetzt kriegen wir gerade einen Aufwärtstrend. Und deswegen sage ich Ihnen, das jetzt mittelfristige Bild ist mehr bullisch. Ein Trend neigt zu halten. Hier haben das die Dauerbullen nicht gerne gehört, weil ich ihnen gesagt habe, Leute, charttechnisch ist das Bild mehr bärisch. Jetzt ist das charttechnische Bild mehr bullisch. Falls der Markt in so einer Phase stecken würde, wo auch der Trend über die letzten Jahre, nicht über die letzten Jahrzehnte, wenn der über die letzten Jahre auch so aufwärts gerichtet wäre und nicht so wie hier, wäre ich hier noch bullischer. Weil wir gerade erst angefangen haben, diesen Abwärtstrend zu beenden, muss man hier nach meinem Dafürhalten noch vorsichtig sein. Dadurch also, dass wir hier höhere Tiefs und höhere Hochs im Wochenchart haben, ist das mittelfristige Bild ganz einfach mehr bullisch. Die nächste Kernaussage war, wir sind im Bereich von Unterstützung. Okay, warum sind wir im Bereich von Unterstützung? Wir haben bei Gold, das ist jetzt nicht ganz exakt gesetzt, Sie entschuldigen bitte. Wir sind hier im Bereich der 38% Retracement-Marke. Um die 200-Tage-Linie wird gekämpft. Um die 200-Tage-Linie wird gekämpft. Es ist nicht so, dass wenn man einen Tag drunter schließt, dass dann Game Over ist und dann ist die 200-Tage-Linie verloren oder gewonnen. Wir haben also 200-Tage-Linie. Wir haben additiv die 38% Retracement-Marke als potenzielle Unterstützung. Was spricht denn noch für die Bullen? Wir haben, wenn wir uns das Volumen anschauen, ob es jetzt GLD ist, wir haben nicht nur da mehr Volumen, sondern ich habe hier leider nicht den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Das ist immer, wenn ich den Markt selbst analysiere, ist es an. Sehen Sie, dass hier auch mehr Volumen ist? Hier die letzten Tage hat sich der Markt nicht viel bewegt, aber es ist vermehrt Volumen da. Das heißt, irgendjemand scheint zu schmeißen, aber irgendjemand scheint auch zu kaufen, weil wenn alle nur schmeißen würden, würde es ja fallen. Und wenn alle nur kaufen würden, würde es ja steigen. Und wenn der Markt anfängt seitwärts zu laufen und viel Volumen da ist nach dem Ausverkauf, dann ist es meistens so, dass noch der Kleinanleger schmeißt und der Profi kauft. Achtung, Vorsicht, 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 Vorsicht. Wenn Sie sagen, ah, die Profis kaufen, ja, ich kaufe jetzt auch. Das heißt aber nicht, dass der Markt nicht tiefere Tiefs machen kann. Das kann er durchaus machen. Das vermehrte Volumen ist ein Zeichen der additiven potenziellen Unterstützung. Sehen wir also auch. Wenn ich mir zum Beispiel, und das ist jetzt Kreuzanalyse und das muss man bitte mit Vorsicht genießen, wenn ich mir hier den Gold- und Silber-Philly-Index anschaue, da haben wir hier auch einen Keil. Ich kann diesen Keil bei Gold selbst nicht zeichnen. Ich kann diesen Keil auch bei, das ist diesen bullischen Keil, kann ich auch bei GDX zeichnen, also ETF der Goldminenwerte, kann ich auch diesen Keil zeichnen. Kann es aber nicht bei Gold zeichnen. Jetzt sage ich Ihnen, das ist eine potenzielle Unterstützung. Warum sage ich Ihnen das? Was halten Sie denn davon? Ich sage nicht, dass das passiert. Ich will nur, dass Sie sich das bitte in Ihrem Kopf klar machen. Der Markt läuft ein paar Tage seitwärts, dann schafft er wieder Platz bis zu dieser unteren Linie. Und dann macht er vielleicht noch eine Welle. Vielleicht macht er noch eine Welle. Und deswegen war die nächste Aussage, ob die Bullen jetzt diesen Boden, verzeihen Sie bitte, diese Unterstützungen, die wir gerade sehen, nutzen werden, um einen Boden auszubilden. Oder ob der Markt entweder nach einer Konsolidierung oder nach einem Pullback nochmal eine zweite Welle macht, die Frage ist nicht beantwortet. Dafür sehen wir gerade nur eins. Eine starke bärische Bewegung. Ich sage Ihnen immer wieder, wer nicht nach hinten schaut, der kann nicht vorwärts kreieren. Das ist ein Credo in der Charttechnik. Sie müssen immer wieder, wenn solche Bewegungen zustande kommen, den Chart zurückgehen und sagen, okay, warte mal, was habe ich denn hier? Ich habe hier einmal tieferes Tief, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal. Wann gab es denn das letzte Mal so viele tiefere Tiefs hintereinander? 9 Tage hintereinander, lassen Sie mich mal gucken. Ich habe schon geguckt, wir gucken mal zusammen. 1, Pause, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, aber es waren nicht 9. Okay, wann hatten wir denn das letzte Mal 9? Ah, hier hatten wir 9. Ah, was ist denn da passiert? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 immerhin. Ah ja, guck mal, der hat konsolidiert, der hat noch eine Welle gemacht. Genau das meine ich. Der muss es nicht machen. Der kann auch so wie hier einen Boden finden. Nur, so etwas kann dazu führen, dass es noch eine Welle gibt. Stand jetzt
ist es unwahrscheinlich, dass die Bären jetzt in einem Rutsch in Richtung 1200 laufen. Es ist nicht auszuschließen, denn der Börsenbär ist ja nicht besonders vernunftsbegabt. Wenn er einmal ins Rollen kommt, dann gibt er richtig Gas. Nur nach 9-mal tieferen Tiefs, einem schon durchaus überverkauften Markt, ist es selten, dass die Bären dann in einer Welle in Richtung 1200 laufen. Unwahrscheinlich. Und noch eine Aussage. Leute, 1300 war eine psychologische Marke. Es war eine horizontale Linie. Es war eine fallende Linie. Diese horizontale Linie konnte man auch auf Wochenchartbasis zeichnen. Es war die 200-Wochen-Linie. Das heißt, zwischen 1280 und 1300 haben einige versucht, diese Unterstützung zu kaufen und sind auf dem falschen Fuß erwischt worden. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch deutlich größer, falls der Markt nicht seitwärts läuft, sondern ein Pullback macht, dass bei 1280 bis 1300 einige sich sagen werden, oh, zum Glück, ich bin wieder plus minus null, weil sie ja ohne Stop-Loss traden, schmeißen. Das heißt, diejenigen, die versucht haben, die Unterstützung zu erwischen, auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, die wollen werfen, da kommen die Trader rein, weil die sagen, ja, das ist ja eine technische Widerstandszone, das ist eine psychologische Widerstandszone, dann gibt es nochmal eine Welle, zumindest in diese Richtung. Und deswegen ist es so, aus Sicht Tageschart, Wochenchart, kann ich persönlich hier warten. Ja, es besteht die Möglichkeit, dass am Montag oder Dienstag die Bullen diesen hier machen, boom, und durch die 1300 durchschießen. Ja, kann passieren. Nach meinem Dafürhalten ist das nicht wahrscheinlich. Nach meinem Dafürhalten ist es nicht wahrscheinlich. Deutlich häufiger ist es so, dass er entweder seitwärts läuft oder ein Pullback macht und zumindest wieder an diese Zonen ranläuft, wenn er nicht das tiefere Tief machen würde. Auch wenn das mittelfristige Bild aktuell mehr bullisch ist. Und deswegen möchte ich, und ich kann da nur für mich selber sprechen, möchte ich in dieser Phase mein Geld nicht additiv ins Risiko bringen. Jetzt werden Sie sagen, warte mal, du hattest aber gesagt, wenn GDX, also wenn die Goldminen hier in dieser Zone sind, dann wäre das für dich eine interessante Unterstützung. Du hast gesagt, es ist die 200-Tage-Linie, es ist die 200-Wochen-Linie, du hast gesagt, es ist 50% Retracement-Marke, oder? Ah, hier ist die 50% Retracement-Marke. Du hast gesagt, das wäre für dich interessant. Warum jetzt also doch nicht? Kann ich Ihnen sagen. Erstens kann ich mich täuschen, zweitens, so hatte ich nicht mit dem Chart gewettet. Dass er so mit Volumen und mit Karacho auf diese Unterstützungen buchstäblich draufknallt. Wenn er so draufknallt, dann will ich lieber beiseite gehen und sagen, okay, jetzt lass mal erstmal die anderen vor. Lass die mal jetzt miteinander kämpfen. Und so wie der da draufknallt, selbst wenn das der Boden ist, hier Möglichkeit, dass er nochmal zumindest hier hinkommt. Und dann kriege ich mehr Informationen, wie viel Volumen kommt rein, mit welchem Bounce gehen wir durch und so weiter und so fort. Und falls dieser Keil halten will, naja, diese Linie kommt mir ja immer näher. Das heißt, selbst wenn ich das prozyklische Signal mir suche, ist ja unwahrscheinlich, dass er jetzt hier direkt durchgeht. Selbst wenn er hier irgendwo durchgehen würde, wie viel würde ich verpassen? 7, 8, 9%? Ja, verpasse ich. Aber da kriege ich hier ganz viel Information. Ich kriege Volumenprofile. Ich bekomme Setups, die ich dann traden kann. Nö. Wenn der Markt hier leise vor sich weinend so hier so ein bisschen durchgegangen wäre, die Bullen wieder zurück und dann wieder leise und so und dann irgendwann mal ganz ausgehungerte Bären schaffen es gerade mal so die Zone zu kratzen, dann hätte mich das interessiert, aber nicht so wieder drauf knallen. Da will ich mein Geld und für mein Geld arbeite ich halt. Für mein Geld trade ich hart. Und mein Geld, habe ich Ihnen schon mal gesagt, sitzt bei mir in der Tasche und wenn ich es ins Risiko bringe, sagen die Monetas zu mir, Hamed, wo schickst du uns hin? Schick uns irgendwo hin, wo wir mit einer größeren Wahrscheinlichkeit wiederkommen, noch eine Freundin mitbringen und schick uns nicht weg. Und deswegen will ich die nicht gerade einfach wegschicken. Ich hätte gern mehr Informationen und dann möchte ich entscheiden, ob ich ins Risiko gehen will. Und schauen Sie, ich bin davon überzeugt, wenn man den Chart lesen kann, wenn man lesen kann, was da drin steht. Der Chart erzählt dir eine Geschichte und der erzählt dir eine sehr systematische Geschichte. Und ich verbinde diese Linien nicht miteinander, weil ich so toll erfahren bin und so lange trade. Nein, es gibt eine Systematik dahinter. Und diese Systematik zeigen wir Ihnen und dann werden Sie genau die gleichen Chartinformationen herauslesen können, wie wir auch. Und wir zeigen Ihnen das nicht an einem Wochenende und dann sind wir weg, sondern wir begleiten Sie ein halbes Jahr. Immer wieder zeigen wir Ihnen in Webinaren, Hausaufgaben, im Forum, wenn Sie Fragen über E-Mail stellen, ein halbes Jahr lang zeigen wir Ihnen immer wieder, wie wir den Chart analysieren und wie wir das in Trades umsetzen. Ich glaube, entweder 2 oder 3 Plätze haben wir jetzt noch für Januar offen.
Sie sind herzlich eingeladen, sich darüber zu informieren, über unser Mentor-Programm, damit Sie mit Systematik traden. Viele Trader, und jetzt können Sie gerne vorspulen, es geht mir jetzt in Richtung Trading-Psychologie. Viele Trader sind nicht bereit, sich anzugucken, was sie eigentlich machen. Kann ich verstehen, weil es keinen Spaß macht. Es macht keinen Spaß zu gucken, wie viel Geld habe ich verloren. Es macht keinen Spaß, sich klarzumachen, ich trade ohne System, ich trade nur anderen hinterher. Ich mach mal so und mach mal so. Lieber ist es, dass man sagt, ja, ich hatte Pech, die Phase war schwierig, dieses war, jenes war. Ich glaube, wenn Sie einen Fortschritt in Ihrem Trading haben wollen, egal wie dieser Fortschritt aussehen soll, als erstes müssen Sie ganz gemein sein und sich selbst eingestehen, dass das, was Sie machen, wahrscheinlich ohne System ist und ohne Chance auf nachhaltigen Erfolg. Und erst wenn Sie das verstanden haben und das für sich selbst analysiert haben, von da aus können Sie starten. Viele verharren aber in dem immer gleichen Fehler. Und ich glaube, das ist mit ein Problem von vielen Kleinanlegern. Okay, wir kommen nochmal zurück zu Gold, denn ich möchte jetzt vom Tageschart jetzt in die kleinere Zeiteinheit gehen. Wenn wir hier auf Gold beim Stundenchart schauen, ist die Frage, kann man jetzt hier in einer kleineren Zeiteinheit etwas traden? Also, wenn wir sagen, nach dieser ausgedehnten Bewegung mit einem überverkauften Markt gibt es kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis, um additiv zu shorten, ist nicht auszuschließen, dass der Markt weiter läuft, ist nicht wahrscheinlich und gibt kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Okay. Und wir sagen, also alles, was in Richtung 1280 bis 1300 macht, wird wahrscheinlich nochmal Widerstand finden. Okay, also ist die Frage, wenn es nach unten vom Chance-Risiko-Verhältnis gerade nicht so einfach ist, wie könnte man das in Richtung 1280 oder 1300 traden? Erste Antwort, denkt bitte dran, der kann einfach nur seitwärts laufen. Kann auch einfach nur seitwärts laufen und fallen. Okay, gut. Was wir sehen, was ich sehe, ist, diese Welle hatte 3,5%, 1,2, 1,2, 1,3. Das heißt, die Kraft der Bären lässt zumindest jetzt gerade nach. Dann sehe ich, dass wir hier hoch, irgendwo hier in Tief, wie auch immer, man könnte auch sagen, es ist eine Welle hoch, tief, tieferes hoch, tieferes tief, tieferes hoch, tieferes tief, tieferes hoch, gleiches tief, höheres hoch, tieferes tief. Aha, okay, zumindest haben die Bullen so ein bisschen höheres hoch versucht, auch wenn das tiefere tief gemacht worden ist. Gut. Was sind das eigentlich für zwei Linien? Gib mir Trend unterstützende Linie, gib mir Trend begrenzende Linie, ist ein Kanal. Das heißt, nochmal runter, 1240 potenzielle Unterstützung, Tagestief, 1241 potenzielle Unterstützung. Trend begrenzende Linie, 1259. Was wir aber auch sehen können ist, hier. Hier ist noch Unterstützung, da fällt er durch, ist dann Widerstand, ist 1262. Haben wir noch was? Moment. Der Markt versucht einmal über die 1274, versucht nochmal über die 1274, packt er nicht. Das heißt, wir haben hier eine trendbegrenzende Linie, wir haben eine horizontale Widerstandszone, wir haben die 1273. Ich persönlich glaube, falls der Markt diese grüne Linie brechen sollte, und ich habe Intraday ist es viel einfacher, wenn der Markt diese ganzen Bewegungen gemacht hat, man auf die Zeiteinheiten schauen kann und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das Stand jetzt so am Wochenende schwierig. So wie der Markt jetzt aussieht, für den Fall, dass wir die grüne Linie brechen und es schaffen, über die Hochs vom Freitag zu gehen, über die 65, 63, die 70 anlaufen, 75 anlaufen, kann auch durchlaufen. Aber wenn er dann nochmal von oben entweder die blaue oder die grüne Linie testet, von hier aus wäre dann das Potenzial, da in Richtung 80 oder 1300 zu laufen. Und das ist ein ganz kurzfristiger Trade. Entgegen des aktuellen Tagestrends. Das muss man sich bitte klar machen. Man würde hier im Stundenchart gegen den aktuellen Tagestrend traden. Und nochmals, noch so eine Welle ist wahrscheinlich. Das heißt, falls man das traden will, muss man davor sitzen. Es kann jeden Augenblick dann, falls der die 1280 bis 1300, jeden Augenblick wieder abverkauft werden. Das ist das, was ich in einer kleineren Zeiteinheit sehe. Und wie gesagt, wir haben gerade Widerstände vor der Brust. Okay. Wie lange habe ich gesprochen? Lang genug. Wir haben nur Gold gemacht. Ich wollte aber in aller Ruhe einmal mit Ihnen diese Chart besprechen, diese Kernaussagen Ihnen mit an die Hand geben und erklären, warum diese Kernaussagen auch zustande gekommen sind.
Nächste Rohstoff-Tagesausgabe gibt es dann wieder am Dienstag. Freue ich mich, wenn Sie mit dabei sind. Am Montag schauen wir auf den DAX. Dann wird Silvio für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zum S&P 500. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, wenn Sie sagen, ich lerne, wenn ich diese Videos schaue und ich finde diese Videos großartig und die gefallen mir sehr gut, dann teilen Sie das doch. Dann helfen Sie uns, dass wir auch weiterhin diese Videos machen können. Verlinken Sie uns, Facebook, Twitter, in Foren verteilen. Würden Sie mir eine große, wäre mir eine große Hilfe, sagen wir es so. Haben Sie Ihr Risiko im Griff? Wenn die Volatilität im Markt groß ist, sind Sie in einem risikoreichen Markt. Sind Sie in einem risikoreichen Markt, wollen Sie nicht Klumpenrisiko, auch noch das Risiko im Geld haben. Dann wollen Sie eher weniger Risiko im Geld haben. Also nein, nicht Sie, sondern ich will das. Das ist das, so will ich das. Vielleicht ist auch falsch. Entweder habe ich das Risiko im Markt oder ich habe das Risiko im Geld. Das ist mein Credo. Passen Sie auf Ihr Risiko auf. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich werde nicht müde, Ihnen immer wieder zu sagen, dass ich Ihnen wünsche, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben, damit Sie das Leben genießen können. Und wenn Sie aktuell sich nicht so gesund fühlen, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie sehr, sehr bald genesen werden. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrainern doch bitte gewogen. Klicken Sie auf das Feld rechts unten und erhalten Sie auf unserer Homepage weitere Informationen zu unserem 6-monatigen Mentorprogramm oder klicken Sie auf das Feld links oben, abonnieren Sie unseren Kanal für tägliche charttechnische Analysen mit edukativem Charakter zu den Rohstoffmärkten, Aktien und Indizes.